Hallo, liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich darüber berichten, was meine Hobbys mit mir gemacht haben. Und zwar der Hintergrund von Ahnenforschung und Schreiben. Bei mir kommt es dabei auf die Kombination von Ahnenforschung und Schreiben als Hobby an, mit der Fragestellung, was das mit mir emotional gemacht hat. Zur Ahnenforschung bin ich mehr oder weniger zufällig gekommen. Ich konnte mich irgendwann mal erinnern an ein Gespräch zwischen meinem Onkel Arnold und meinem Vater, der mein Vater fragte, ob er wüsste, dass die Krusen von dem ersten lutherischen Pastor in Edewecht abstammten nach der Reformation. Das liegt schon einige Jahrzehnte zurück und das kam mir dann in den Sinn, aber mein Vater hatte damals kein Interesse daran. Und mir ist die Sache erst wesentlich später eingefallen und ich habe da meine Cousine nach dem Nachlass ihres Vaters, also meines Onkel Arnolds, gefragt. Und das war der Beginn der Ahnenforschung. Ich bin dann irgendwann dazu übergegangen und habe die Sachen, die ich weiter erforscht habe beim Stammbaum der Krusen, aufgeschrieben als Buch für mich selber und für meine Angehörigen. Und so dass dann irgendwann das Schreiben ein eigenständiges Hobby wurde, wobei man sagen muss, dass es einige Krusen gegeben haben, hat, die auch geschrieben haben. Also die Schwester meines Vaters, dann außerdem deren Tochter. Und mein Vater selber, der hat in Kriegsgefangenschaft damals 44, 45, 46 Gedichte geschrieben und verfasst. Da hatte ich dann in seinem Nachlass Gedichtsband gefunden mit vielen Gedichten. Und mein Vater hat halt nur den Fehler gemacht, er hat halt sein Hobby nicht gepflegt, er hat das also nicht weiterverfolgt, als er aus Kriegsgefangenschaft war. Und als ich dann irgendwann auf der Welt war, in meiner Kindheit, kann ich mich erinnern, hat er dieses Hobby nicht weiter gepflegt, ne? Also so eine Begabung, die muss man pflegen und selber fördern, ne? Also ich habe meine Begabung zu schreiben vor 20 Jahren mehr oder weniger selber aufgespürt und gemerkt, dass mir das leicht fällt und habe dann durch viel Fleiß und Übung die Fertigkeit, Texte zu schreiben, immer mehr verfeinert, ne? Wobei ich halt autobiografische Texte schreibe, Familienchroniken und Sachverhalte, die mein Dasein tangieren. Ne? Emotional ist das für mich eine sehr große Bereicherung, diese beiden Hobbys, Ahnenforschung und Schreiben. Weil man dabei seine eigenen Wurzeln zurückverfolgen kann, seine Herkunft, woher man kommt. Ne? Bei mir kommt hinzu, dass ich eine weit verzweigte Familie habe. Also meine Mutter ist Berlinerin und mein Vater Oldenburger, also auf dem kleinen Dorf Edewecht bei Oldenburg. Und dann waren halt noch Wanderbewegungen innerhalb meines Stammbaumes, so dass es da sehr viel Forschungsaufgaben gab, das alles zusammenzutragen und in Texten zu verarbeiten, was ich auch gemacht habe. Ne? Also ich finde es sehr schön, genau zu wissen,
wo man herkommt und wie alles begonnen hat, vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, der beiden Weltkriege und der Nachkriegszeit, ne? Es stellt eine sehr große innere Bereicherung dar und erweitert den geistigen Horizont. Ne? Und von der Seite her nicht, ist es schon Belohnung genug, ne? Dieses Ergebnis aus seinen Hobbys herauszuziehen. Ne? Also Geld verdienen kann man damit natürlich nicht. Ne? Es geht praktisch nur darum, ein Zeitzeugnis zu hinterlassen bzw. aufzubereiten. Ne? Und wenn man halt mal Lob bekommt von irgendeiner Seite, sei es Verwandtschaft oder von einem Außenstehenden, so ist das schon Lohn genug. Ne? Und ich bin halt dazu beigegangen, ich habe halt allgemein interessante Sachverhalte aus meinem Stammbaum und von meiner Tätigkeit als Buchautor, die habe ich veröffentlicht auf meiner Homepage beziehungsweise auf meinem YouTube-Kanal, ne, habe ich diese Sachen veröffentlicht. Und ich habe halt festgestellt, dass es durchaus einen Bedarf gibt, ne, Zeitzeugen zu lesen, was die aufgeschrieben haben über eine Zeitepoche, die man als Leser jeweils selber miterlebt hat, dass da durchaus Interesse besteht. Ne? Also ich kann das an den Besuchszahlen meiner Videos sehen, ne? Und auch an den Besucherzahlen meiner Homepage-Unterseiten, ne? Dass gerade Inhalte von zeitgeschichtlichen Sachverhalten für die Leserschaft und für die Zuschauer interessant sind, ne? Deswegen habe ich halt diese Sache halt immer weiter verfolgt, ne? Auf der einen Seite bin ich halt sehr bienenfleißig, ne? Also diese ganzen Daten zu sammeln von meinem Stammbaum und ich habe alle möglichen Sachen zusammengetragen aus den Archiven und aus den Standesämtern und aus den Pfarreien. Ne? Das habe ich halt alles aufbereitet in Buchform und als Stammbaum auf der Ahnenplattform MyHeritage. Ne? Doch jenseits dieser Detektivarbeit, wenn man so will, die ich gemacht habe, ne, habe ich praktisch eine sehr große emotionale Bereicherung durch meine Arbeit, ne, weil sich das sehr gut anfühlt, ne, weil ich dadurch praktisch mit meinem Vorfahren im Einklang lebe und sie im Nachhinein besser verstehe, warum sie damals die Sachen so oder so gemacht haben, aufgrund der damaligen Zeit, der damaligen Möglichkeiten. Ne? Auch bei meinen Eltern selber, ne, verstehe ich jetzt 20, 30 Jahre später auch, warum sie manche Sachen so gemacht haben und nicht anders. Ne? Und ich bin ihnen auch nicht mehr böse bezüglich bestimmter Ereignisse oder Entscheidungen, weil ich eingesehen habe, jetzt selber, wo ich älter werde, dass die Möglichkeiten damals so waren und es keine andere Möglichkeit gab, es so zu machen. Ne? Also das Verständnis in der Distanz zum Ereignis, das wird halt verbessert. Ne? Und man versteht auch seine Eltern damit besser. Ne? Ne? Auch wenn man das denen nicht mehr sagen kann, weil sie mittlerweile gestorben sind. Ne? Und
Insofern ist also Ahnenforschung und Schreiben etwas sehr Privates, ne? Was aber auch nützlich ist für die Angehörigen und was man aber durchaus scheibchenweise oder gebietsweise veröffentlichen kann, ne? Wenn es halt, wie gesagt, Zeitzeugnisse sind von bestimmten Ereignissen, ne? In der deutschen Geschichte und in der deutschen Gesellschaft. Na, da kann es durchaus für die interessierte Öffentlichkeit nützlich sein und wird auch durchaus davon Gebrauch gemacht, sich solche Sachen anzuschauen, entweder als Text oder als Video. Ne? Und das ist das genau, was ich gemacht habe. Ne? Wobei, wie gesagt, bei mir der Knackpunkt war, dass ich die Ahnenforschung und das Schreiben kombiniert habe. Ne? Dadurch haben sich beide Hobbys gegenseitig hochgeschaukelt und beide Hobbys haben voneinander profitiert. Ne? Auf der einen Seite habe ich Daten und Erkenntnisse von der Ahnenforschung niedergeschrieben als Buchtext und auf der anderen Seite habe ich Fragen, die beim Auftauchen und beim Schreiben der Buchtexte für mich sich stellten und entstanden sind, in die Ahnenforschung mit hineinfließen lassen. Ne? Ja, Sie können auch gerne meine Homepage besuchen. Ne? Die heißt www.ahnenkruse.de und damit bin ich beim Ende meiner Ausführungen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.